Willkommen zurück, mein Lieben, bei Panzerkorps. So, ich denke mal, wir kümmern uns erstmal um die Flugzeuge. Okay, der ist auch weg. Und der letzte müsste damit auch Geschichte sein. Ich will natürlich den Panzer nicht verlieren. Der gibt, auch wenn wir nicht unbedingt brauchen, der gibt ganz gut Prestige. Und das wollen wir natürlich... Okay, hier oben ist eher flaches Gelände. Geh du mal dahin. Du könntest den hier wegmachen. Weißt du was? Das hört sich für mich gar nicht so schlecht an. Keine gegnerischen Lufteinheiten. Das ist ein bisschen überraschend. Sind fast alle suppressed. Ich denke, wir können den hier bomben. Meine minus 6, du kriegst Supplies. Gustav hat auch nicht mehr so viel. Wobei. Wenn wir schon eine Artillerie wegmachen können, dann sollten wir das eigentlich auch tun. Bin ich der Meinung. Ne, hat noch zu viel. Elende Nervensäge. Ich denke, ich schieb dich mal hier hoch, dass da keiner mehr durchkommt. Du nimmst die Städte hier dann ein. Okay, fast gut genug. Fast gut genug. So, können wir die noch irgendwie wegmachen? So, du gehst hier zurück. Dann kommst... Ach, du kommst nicht hier runter. Bäh. Gut, dann die Artillerie. Die sind alle beschützt. Sieht gut aus. Hier kommen langsam wieder irgendwelche Trottel hoch. Der hat kein gutes Spotting. Okay, komm. Weg da. So, das hier wird ein bisschen trickier. Ich würde mit dem gerne hier ran. Aber es könnte sein, dass das zu greedy ist. Du hast noch 3 Schuss. Wir können nicht bomben. Aber wir können scouten. Okay. Ich kann immer noch nicht bomben, auch wenn ich den jetzt angreife. Von dem her lassen wir das, glaube ich. Okay, das sieht gut aus. Wir bleiben da. Hätte ich jetzt mal gesagt, du hast auch nur noch 3 Schuss. Ich würde das echt gerne machen, wenn ich das tue. Okay, du kommst wieder hierhin zurück.
Weil das ist echt eine gute Gelegenheit. Wenn ich hier reingehe, kommt hier die Katjuscha wahrscheinlich. Es ist ein bisschen risky. Du hast 5 Schuss. Da ist noch so ein Ding. Oh. Sind viele. Aber wir können zumindest einen Teil bomben. Das ist auch gefährlich, weil die beiden werden nach unten kommen. Deswegen sollte ich das wahrscheinlich nicht machen. Ich denke, wir bomben Es gibt echt nichts, was irgendwie super safe ist. Geh mal auf dich. Und du kriegst Supplies. Du hast auch noch nichts gemacht. Okay, ist jetzt die Frage, wenn ich hier hochgehe. Sollte das eigentlich passen? So, dann gehst du hier hin. Wir haben ja überall Zone of Control. Was hast du? 3, 1, 3. Ja, du kommst nicht hier ran. Ihr, 1, 2, 3, 5, 6. Okay, ich denke, wir müssen das so machen. Das heißt, da kommt keiner durch. Das ist die Theorie. Oh, du musst den hier beschützen. Wobei ich hätte auch dich nehmen können. Na gut, spielt nicht so eine Rolle. Ich meine, er kann mit dem nur einen angreifen im Endeffekt. Der andere ist weit entfernt. Dann würde ich sagen, bringen wir dich hier hin. Oh. Guck mal einer an. Was bist du für einer? Ein kleiner Schelm. Ja, wir haben eigentlich... Wir haben ja genügend Munition. Also hauen wir drauf auf den Jungen. Und da ist seine ganze... Seine ganze Kavallerie ist weg. Ja, kommt hier ruhig nach vorne. Habe ich kein Problem mit. Also das hier hinten einzunehmen, das wird noch ein bisschen schwierig. Werden wir noch ein paar Runden brauchen, denke ich mal. Der hat noch 2 Schuss. Oh. Es ist zu riskant. Es ist zu riskant. Den können wir auch nicht bomben. Ich denke mal, wir gehen irgendwie auf den hier. Aus Mangel an Alternativen. Wo die ganzen Infanterien bloß herkommen. Die haben wir auch schon bewegt. Ne, warte mal. Doch, passt.
Es sollte in Ordnung sein. Also von hier unten kann eigentlich nichts mehr kommen. Außer dass es hier noch irgendwo einer im Fog of War. Das kann möglich sein. Sobald der Panzer in irgendeinem Städtefeld ist, haben wir ihn. Dann ist er down, fix. Okay, gehen wir den Zug ab, schauen wir, was er tut. War das der einzige? Ach komm schon, echt, du gehst nicht ins Stadtfeld rein? Bastard. Na, komm nach vorne. Aha. Okay, hat nicht angegriffen. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, dass er mich nicht surrendert oder so. Das wäre durchaus eine fiese Sache. Okay, jetzt sind die hier langsam nach vorne gekommen. Ich denke mal, das ist etwas, was passieren muss. Der muss weg. Führe keinen Weg dran vorbei. Du hast 9 Schuss. Du bist nicht surrendered? Willst du mich verarschen? Was ist eigentlich mit dem hier? Kriegst Supplies. Das... Huh. Okay, nicht ganz. Ach, er hat noch so ein zweites von den Dingern. Dieser elende Dreckskerl. Er hat noch ein zweites. Wir können es auch nicht bomben. Wenn wir wüssten... Ich denke, wir machen mal das. Minus 6, der ist komplett suppressed. Dann machen wir ihn weg. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, wie wir das spielen, damit wir die Zone of Control nicht verbocken. Ich würde mit dem eigentlich ganz gerne nach vorne gehen, die Katyusha wegmachen. Die Frage ist, ob das drin liegt. Ich weiß es nicht. Wir sind von hinten schon ziemlich verwundbar, dass er so viele Einheiten da noch hat. Wahnsinn. Okay, ist nichts mehr da. Ich meine, du könntest ein bisschen XP gebrauchen. Deswegen machen wir das so. Autsch, ja, der hat wehgetan. Ich erinnere mich wieder. 8-1. Meine Güte. Ach, eins. Ach, okay, greif an. Haben ein bisschen Glück gehabt. Du hast 4 Sterne. Du hast auch 4 Sterne. Sehr schön.
Dann nimmst du das da ein. Flugfeld. Supplies. Wie hat er den überhaupt gesehen? 5% Chance auf den Kill. Ich weiß ja nicht, ob ich das machen möchte. Geh du mal hier hin. Da ist niemand drin. Wir können hier hingehen, da dürfte keiner durchkommen. 15% Chance auf den Kill. Hm. Wo? Okay, Level Bomber. Ich denke, das sollte okay sein. Dass der zurück angreifen kann. Müsste nicht unbedingt sein. So, das wäre das. Die können wir nicht angreifen. Gustav, weiß ich noch nicht. Haben wir eine minus 2. Das hier ist immer noch eine prekäre Situation, die mir nicht so wirklich gefällt. Was macht ihr da eigentlich? Und die andere Frage ist, hat er noch mehr Einheiten da? Ich vermute mal nicht, aber wir wissen es nicht. Okay, die sind alle suppressed. Die Frage ist, bringt mir das was? Und ich glaube, die Antwort ist leider nein. Ihr habt eigentlich alle noch genügend Fuel. Der ist gut suppressed. Vielleicht können wir mit der AT Antitankern nach vorne gehen. So, der ist durch. Minus 7. Minus 8. Die will ich weghaben. Na gut, ein bisschen Schaden kriegen ist nicht so wild. Wir können in Ruhe bomben jetzt eigentlich. Ja, du da. Wir wissen nicht, was im Fog of War ist. Wir müssen aber auf den achten. Komm, ich will die Katyusha weg haben. Plus, ich möchte für ihn eine Möglichkeit haben, dass er sich zurückziehen kann. Den können wir nicht bomben. Der einzige, der wirklich gefährlich werden kann, wäre der von hinten angreifen könnte. Von dem her denke ich mal, das ist ein guter Move. Der muss da bleiben. Ich will ihn eigentlich nicht wegpushen, aber ich habe mir schon fast gedacht, dass das nicht anders geht. So, der ist weg. Plus, wir können wieder zurück. Du kannst mal dahin. Supplies für Gustav.
kannst mal gucken, ob du irgendwie noch ein bisschen XP farmen kannst. So, noch 5 Runden müsste sich eigentlich ausgehen. Der hat noch 5. Die kommen jetzt alle an die Artillerie ran. Das ist das Problem. Was hat der? 1, 2, 3, 4, 5. Ha. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Okay, wir müssen uns hier zurückziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, hier oben kommt er nicht hin. Ich denke, wir ziehen uns hier generell zurück. Und du hast eigentlich genügend Munition. Okay, ich will verhindern, dass sie... Wobei, warte mal, wenn ich jetzt mit dir hier weggehe, kann der hier durch. Von dem her denke ich, du bleibst. Sonst müsste er hier oben rum, da haben wir eigentlich Zone of Control, das sollte okay sein. Ich denke mal, die werden jetzt einfach hier reingehen, primär. Der wird ein bisschen Schaden kassieren. Aber ich hoffe, er wird es überleben. Das können wir jetzt nicht einnehmen, das ist noch zu früh. Noch zu viele Einheiten da. Okay, ja, das ist nach wie vor nicht ganz einfach. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Eigentlich brauchen wir dich nicht. Ich will nicht weiter attackiert werden. Geben wir den Zug ab. Also das hier müssen wir noch einnehmen und das. In 5 Runden. Müsste machbar sein. Ist aber sicher nicht super einfach. Okay, das war Glück. Ja. Habe ich mir schon fast gedacht, dass er das tun wird. Aber ich konnte nichts gegen ihn tun. Eine weitere Katyusha. Ich weiß nicht, was sie mit dem Ding bezwecken. Das ist. Die KI ist mal wieder strunzdumm. Okay. Wir haben es überlebt. Das ist ja schon mal was. Wir haben es überlebt. Du hast 4 Schuss. Ich denke, wir müssen gucken, dass wir... Okay. Irgendwann musste mal was passieren. So, ich will die ganzen Anti-Air-Guns hier weg haben. Dann dieses Ding noch. Und dann können wir endlich bomben. 31. Der braucht Supplies. Ich bring dich hier runter. Ich würde gerne wissen, ob da was ist. Wahrscheinlich schon. Können wir uns das leisten,
Ich weiß noch nicht, ob das klappen wird. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ach. So, weg ist er. Und du hier runter. Das hat fast geklappt. Aber da ist leider ein Fass drin. Okay. Gehen wir auf den. Der kann hier nicht durch. Wenn wir halten. Den könnten wir bomben. Ach komm schon, meine Güte. Ach, diese blöden Einer-Dinger. Das gibt's doch nicht. Ach, so ärgerlich. Ja, nicht mehr so viel. Da haben wir eine minus 4. Und da er ganz suppressed ist, kann er nichts mehr dagegen tun. Du gehst da rein. So, weiter geht's nach vorne. Ich denke, ich gebe dir jetzt Supplies. Dann bringen wir euch hier hoch. Nächste Runde können wir da was machen. Du ziehst dich zurück. Du nimm dran. Ne, warte mal. Du da. Du da. Du hast auch nicht mehr viel. Hier haben wir noch einen Bomber. Aber wir haben auch noch einen Bomber. Okay, da können wir nichts tun. Ich meine, der müsste ja und er ist weg. Den können wir eigentlich wegmachen, oder? Kann er nichts dagegen tun. Gut. Wir gehen nicht rein, aber er ist weg. Das hier ist zu risky. Wie weit hoch kommst du? Du kommst nicht an zu dem ran. Das ist ein bisschen schade. Sieben Schuss hast du. Okay, der ist ganz weg. Immer, wir schießen hier noch den ein bisschen zu Brei. So, du kannst hier nach vorne. Nicht schlecht. Aber jetzt nicht übermütig werden, da kommen die nächsten. Ja. Wenn ich wüsste, dass hier niemand ist, würde ich angreifen. Aber da ich das nicht weiß, müssen wir das sein lassen. Ich denke, du bleibst da. Wir haben keinen zwingend guten Move. Und was mit Gustav? Du hast volle HP. Okay, weißt du was?
Machen wir die Einheit weg. Du kriegst Supplies. Ich ziehe mir eins vor. Supplies. Supplies. So, ach, du bist... Supplies. Okay, nächste Runde will ich das Ding wegmachen und vielleicht kommen wir an die Anti-Air-Gun ran. Der wird wahrscheinlich hier angreifen, aber ich glaube nicht, dass... Außer er hat noch mehr, dann kriegt er uns weg. Ansonsten... Ja, den können wir nicht angreifen. Bleiben wir doch so. Was soll's? Das hier unten gehört alles uns. Ich weiß nicht, wie viele Gegner hier hinten noch sind. Ich getraue mich irgendwie nicht, einfach vorzupreschen. Aber vielleicht müssen wir das tun. Nun gut, gehen wir den Zug ab. Okay, spannend, dass er da angreift. Okay, ich habe das fast ein bisschen befürchtet. Wo zur Hölle kommen die alle wieder her? Meine Güte. Ja, keine Munition mehr. Okay, wir haben nochmal Glück gehabt. Das hätte super ins Auge gehen können. Ich denke, wir müssen uns wieder zurückziehen. Wo kommen die alle her? Oh. Okay, gut. Wir machen erstmal einen Break und schauen, wie in der nächsten Episode, wie wir hier fertig werden. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.